Dialektik an TTIP ist vielerorts geprägt von einem Anti-Amerikanismus. Ich nicht. Vielerorts. Ich habe jetzt gar nicht Sie persönlich gemeint, sondern ich glaube, das ist die Bedenken, die man gegenüber Amerika hat, finden da ein Ventil. Zum anderen glaube ich auch, dass sehr viele Verschwörungstheoretiker hinter verschlossenen Türen, undemokratisch, keiner weiß, was da passiert, dass das auch so ein bisschen damit reinspielt. Anderer Punkt noch, was wir gerade über Zertifizierungen gehört haben, das spielt gerade für kleinere und mittlere Unternehmen eine sehr, sehr große Rolle. Die haben bisher gesagt, ich auf den amerikanischen Markt, wie soll ich das denn finanzieren? Ich habe gar nicht die Möglichkeit, ich habe gar nicht die juristischen Möglichkeiten, ich habe keine eigene Rechtsabteilung, ich habe gar nicht das Geld, ich habe gar nicht die Möglichkeiten, dahin zu gehen und zu sagen, ich würde gerne. Jetzt könnte ich aber bei Absenkung von Restriktionen, mache ich mir Gedanken wirklich, macht sich auch vielleicht ein 10-Mann-Unternehmen Gedanken, ich kann da hinkommen. Das ist eine Möglichkeit. Und die, bin ich der Meinung, sollte man niemandem nehmen. Dankeschön. Ich will, ja, noch ganz kurz dazu, aber ich würde sonst gerne auch die Runde noch ein bisschen öffnen. Ich hoffe, es gibt noch ein paar Fragen da. Aber das können wir doch eigentlich anders regeln. Also ich höre auch immer, die Automobilindustrie sei so darauf angewiesen. Abgesehen davon, dass viele deutsche Automobilriesen längst in den USA produzieren. Aber da wird als Beispiel zum Beispiel angeführt, dass die Blinker bei amerikanischen Autos an anderer Stelle als bei europäischen sitzen. Da macht man schlicht und einfach, oder die Farbe, da macht man einfach eine Normierungsverhandlung und dann kann man das lösen. Das Gleiche kann im Bereich der Medikamentenherstellung und Zulassung geschehen. Ich weiß noch nichts, da ich außer Wachstum und Arbeitsplätze noch kein Argument gehört habe, was ist eigentlich wirklich wichtig für die Industrie an diesem Abkommen. Also bitte jetzt unter der Einschränkung, Sie können den gleichen Effekt mit Normierungsabkommen erreichen, was die gegenseitigen Zulassungsverfahren angeht. Ich nehme Ihnen das Wachstumsargument nicht ab. Wenn Sie Wachstum haben wollen, brauchen Sie bloß die niedrigen Einkommen in Deutschland und in der EU um 2% zu erhöhen. Dann haben Sie einen Wachstumsschwung da, der eklatant ist, weil nämlich die niedrigen Einkommen direkt verkonsumiert werden und sofort haben Sie das Wachstum angeschmissen und kriegen Sie auch mehr Arbeitsplätze. Also von daher kann ich dieses Argument ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Was sind die wirklichen Gründe für dieses Abkommen? Ich habe noch keins gehört. Es ist ein billiges Konjunkturprogramm. Es ist ein ganz günstiges Konjunkturprogramm. Und wie funktioniert das? Indem jedes Jahr 0,5% aufs BIP draufkommt, das ist ein billiges Konjunkturprogramm. Wir verzichten gleichzeitig auf Zölle. Habe ich nichts gegen, aber ich meine, von wegen die Rechnung geht doch nicht auf. Der wirkliche Grund? Das ist einfach wissenschaftlich halt widerlegt. Also schauen Sie einfach sozusagen in die empirische Außenhandelsforschung, dann sehen Sie also ganz klar, dass Sie halt immer diese handelsschaffenden Effekte und dann auch Wohlstandseffekte und Wohlfahrtseffekte haben, weil halt einfach was passiert ist. Sie senken ja die Barrieren, das heißt, Sie senken automatisch dann die Handelskosten, weil natürlich die Produktivität steigt. Ja, und dadurch kriegen sie automatisch mehr Wachstum und mehr Arbeitsplätze. Das ist sozusagen empirisch belegt. Dieser Beweis ist sozusagen wissenschaftlich. Ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja? Ich war vor 2 Jahren in einem Gewerbegebiet unterwegs in Stettin, in der Nähe von Stettin, und habe mich mal umgeschaut, was sind da für Unternehmen. Da finden Sie so ziemlich alles, was Sie auch in Deutschland finden. Und da finden Sie unter anderem ein Unternehmen aus dem Sauerland, das verpackt dort aus einer großen Tonne mit Autopolierpaste, ja, also ein sehr wichtiges Produkt offenbar, in kleine Dosen. Die haben vielleicht 200 Gramm, würde ich mal schätzen, 250 Gramm, so viel wie ein Stück Butter wiegt. Und warum macht das Unternehmen das dort? Das Unternehmen will nach Russland exportieren. Der Wert in der Dose sind etwa 2 Euro. Der Zoll auf eine Dose von Deutschland aus nach Russland sind 2 Euro. Von Polen aus nach Russland, noch durch ein altes Abkommen gesichert, 1 Euro. Das heißt, sie haben also 50% Preisunterschied auf eine kleine Dose. Sie können mit keinem anderen konkurrieren, wenn Sie nicht diesen Weg suchen würden. Das ist ein Handelshemmnis für dieses Unternehmen. Das Unternehmen hat einen Weg gefunden, das zu umgehen. Das ist jetzt schon nicht mehr möglich, aber es war eine Zeit lang für dieses Unternehmen möglich und es konnte damit russische Autowerkstätten beliefern und konnte also ein Produkt an den Markt bringen. Es ist überhaupt nichts produziert worden dort, es ist nur von großen Dosen in kleinen Dosen umgepackt worden. War faszinierend für mich zu sehen, was alles so funktioniert. Das ist ein sehr kleines Beispiel, da kann man es mal dran festmachen, was
aber Zölle spielen auch gar keine Rolle in Deutsch, eben am europäisch-amerikanischen Verhältnis, oder ganz wenig. Ja, es sind etwa um 4%, 3-4% sind die Zölle. Getränke etwa 22%. Im Deutschen sehr hoch. Milchprodukte 130%. Ja. Und es ist auch eine. Es gibt schon das sind Produkte, die hier auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Also das sind so 130% Zoll, ist dann schon relativ viel. Ja. Ich sozusagen will, wo ich Ihnen so ein bisschen entgegenkommen will, ist, ich glaube sozusagen generell ist es klar bewiesen, wir kriegen sozusagen einen Wachstumsschub und dadurch auch mehr Arbeitsplätze. Was man aber sich trotzdem fragen muss, bei globalem Handel und auch bei Globalisierung generell und auch bei solchen Freihandelsabkommen, vor allen Dingen, wenn sie so komplex sind, ist so nach dem Motto, wo kommt das Wachstum an? Also die Frage ist sozusagen, wir haben ein Riesenthema eigentlich weltweit, was ich auch sagen könnte, ist sozusagen dieses Inequality-Thema, also Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit. Ja, das sozusagen, bei wem kommt das Wachstum an und bei wem kommt es nicht an? Und ich glaube, beim Freihandel ist das so, da muss man wirklich an vielen Stellen noch viel genauer hingucken, weil die Abkommen so unterschiedlich sind. Also alleine schon, wenn Sie halt jetzt einen Binnenmarkt haben oder NAFTA, also NAFTA, dieses Handelsabkommen USA und Mexiko, wo ganz unterschiedliche Länder ein Handelsabkommen abschließen. Was da passiert, ist dann meistens, dass irgendwelche Sektoren in Mexiko sterben, weil einfach sozusagen in USA die Sektoren profitabler sind und andere Sektoren bauen sich sozusagen in Mexiko auf. Ja? Das passiert jetzt auf so einem Level hier zum Beispiel jetzt nicht. Wir haben in Deutschland, also in Europa und USA, einen sehr starken intraindustriellen Handel. Das heißt, erstmal ist alles ziemlich eng miteinander vernetzt und ungefähr auf Augenhöhe. Das heißt, wir können nicht sagen, jetzt auch nicht für Deutschland, es gibt irgendwelche Sektoren, die direkt aussterben, weil die Amerikaner da sehr, sehr viel besser sind. Sondern es wird eigentlich immer auf die Unternehmen hinterher darauf ankommen, wie wettbewerbsfähig die einzelnen Unternehmen sind. Man kann nicht grundsätzlich sagen, die Amerikaner sind in dem Bereich automatisch irgendwie tausendfach besser. Und das ist sozusagen wieder aber eine ganz eigene Verhandlungsgeschichte. Und da, wenn man dann halt schaut, wenn man diese ganze Komplexität in der Regulierung hat, da muss man hinterher schauen, wie verteilt es sich denn hinterher, wie verteilt sich das Wachstum. Und also Globalisierung und Inequality ist ein extrem schwieriges Thema. Wir haben gerade jetzt diese Woche noch eine Globalisierungsstudie rausgebracht dazu, wo wir auch sagen, absolut betrachtet, ist es so, dass vor allen Dingen die Industrieländer profitiert haben und die Entwicklungsländer weniger. Ja, also absolut betrachtet erstmal. Und das ist ja auch entscheidend, ne, wenn man sich anguckt. Ne? Und da muss man sozusagen schauen, wie wirkt eigentlich Globalisierung und globaler Handel und solche Handelsabkommen, wie wirken die eigentlich auf ökonomische Ungleichheit innerhalb eines Landes und ökonomische Ungleichheit insgesamt international. Und da wissen wir noch sehr, sehr wenig, weil es wirklich extrem komplex ist und jedes Mal unterschiedlich. Und deswegen gibt es da noch nicht so eine klare Empirie dazu. Das ist nicht nur die Frage, wo kommt was an, sondern also wie man das auch, wie nimmt man was weg? Wie man das ist sozusagen, wie gestaltet man das? Also ich würde sozusagen sagen, das ist a rising tide lift all boats, also man, so grundsätzlich ist es schon so, es wird mehr Handel geschaffen, es wird mehr Wohlstand geschaffen, aber was passiert ist? Was sind die Anpassungsmechanismen? Wer hat auf einmal einen tierischen Nachteil und braucht vielleicht irgendwie eine Kompensation dadurch? Und das sind so Sachen, die man sich natürlich schon politisch auch fragen muss. Und da würde ich sagen, ja, da wissen wir noch nicht so viel, wie wir gerne wissen würden, um sozusagen dann auch entsprechend zu steuern. Aber grundsätzlich bleibt nichts daran, dass sozusagen dieser zusätzliche Handel schafft die entsprechende Kostensenkung und dadurch auch insgesamt mehr Wohlfahrtseffekte. Ja. Gut, jetzt sind so die Positionen ein bisschen klar geworden, gefordert von den Teilnehmern. Was gibt es für Fragen aus der großen Runde? Frage ich mich. Gibt es Fragen? Herzlich gern. Bitte. Ja, erstmal, ich bin ganz dankbar für diese kompetente Runde. Ich habe sehr viel mitbekommen, verstanden, verschiedene Blickwinkel gibt es. Es ist ja eine schwierige Materie, durchaus sehr komplex. Insgesamt ja die Globalisierung, insbesondere dann auch nochmal dieser wirtschaftliche Bereich. Ich denke, Globalisierung wird ja gegenwärtig vor allem eben betrieben aus wirtschaftlichem Interesse heraus. Und da wird nicht in erster Linie der Mensch in den Blick genommen, sondern es geht um Kapitalflüsse, um Handel, um betriebswirtschaftliche Ergebnisse und ähnliches. Und in solchen Prozessen gibt es erfahrungsgemäß immer Gewinner und Verlierer. Und das sind aus meiner Erfahrung, vor allem da, wo eben große einflussreiche Staaten und Unternehmen und
Wirtschaften sind, da werden auch die positiven Effekte landen. Und auf der anderen Seite sind es wahrscheinlich eher wieder die Schwellenländer, sind es kleinere, mittlere Unternehmen, die eher ja, negative Auswirkungen zu befürchten haben. Und insofern, denke ich, nützt ein solches großes Handelsabkommen eher den vertragsschließenden Seiten im besten Fall. Auch wenn sie sagen, insgesamt ist es eher null, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Aber es ist eben nicht egal, wo mehr und wo weniger. Und vielleicht als Frage oder für mich offene Frage, ich denke, Verhandlungen sind immer zu führen unter bestimmten Rahmen und Bedingungen und Vorgaben, die man auch macht. Die müssten aus meiner Sicht, müsste das ein europäisches Parlament machen und da eben auch möglichst unter breiter Beteiligung. Und dann sind es eben solche Ziele, die neben Wirtschaftszielen auch noch Nachhaltigkeit, soziale Fragen, Arbeitsrecht, Armuts- und Gesundheitsfragen und Ähnliches in den Blick nehmen. Aber sowas müsste man eigentlich mit auf den Weg geben in solche Verhandlungen. Denn worüber verhandeln denn die Partner dort miteinander? Ist geheim. Ja, und da frage ich mich, wo ist die Rolle des Europäischen Parlaments? Also, die hätte aus meiner Sicht eine Steuerungsfunktion. Dem Europäischen Parlament hat man sogar dieses Mandat vorenthalten. Das ist den einigen Fraktionen zugespielt worden. Aber ergibt sich nicht einfach aus der Konstitution der Europäischen Union heraus, also aus dem, was den Bund der Länder in Europa ausmacht, schon, dass man ganz bestimmte Standards anspricht? Also die Basis, auf der die Union fußt, ist doch klar definiert, oder ist das nicht ausreichend? Muss da auch noch nachgebessert werden? Also daraus, die Kommission leitet ja ein, das ist ja eben keine Regierung, sondern es ist eine Verwaltung. Also das ist schon noch ein kleiner Unterschied. Es ist was Ähnliches wie eine Regierung, haben Sie vorhin gesagt, aber eigentlich ist es nur eine große Verwaltung, die dort in Brüssel sitzt. Und das andere wird immer mehr zum Parlament. Also das eine ist noch keine Regierung und das andere entwickelt sich auch erst immer mehr zu einem Parlament. So ist ja etwa der Zustand. Wer ist dann die Regierung? Die Regierung ist eigentlich der Rat. Das ist eigentlich. Nein, das ist einer der beiden Gesetzgeber, das ist falsch. Ja, aber einer der beiden, aber das Nein. wäre schon derjenige, weil letztlich ja ist es nicht so, dass doch die Länder zusammen die Europäische Union bilden. Man spricht immer von den beiden europäischen Gesetzgebern. Das eine ist das Parlament, das andere ist der Rat. Richtig, das Legislativ. Völlig klar. Und trotzdem sind ja die Länder. Jedes Land hat eine Regierung und die bilden den Rat auf verschiedenen Ebenen, sagen wir mal den großen oder für einzelne Fachthemen. Ja, das ist schon. Und dann wäre es schon so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen das, was ich vielleicht eine Regierung nennen würde. Aber es ist ja eine Verwaltung. Eine Regierung ist es nicht, oder? Also es gibt nah dran. Also Sie hatten ja, ja letztendlich zwei Punkte. Ich nehme den ersten und dann den zweiten. Der erste dass Sie sagten, wie ist das so, die Drittländer oder die Armen? Ist und so. Ja, wem nutzt es? Da muss man, also, oder vielleicht vorweg, man sollte nicht heuchlerisch sein, wenn ich so ein Bündnis mache, also wenn ich mich mit meinem Nachbarn zusammentue und so weiter, dann nützt es erstmal mir und meinem Nachbarn. So ist es einfach. Das ist schon eine Strategie, die da ganz klar, da geht es erstmal darum, dass es uns beiden besser geht. So, das ist sozusagen auch bei diesem Abkommen so. Man will einerseits, dass es beiden besser geht und man will sich auch sozusagen schützen vor den anderen, die sich zusammentun, an anderer Stelle, um sozusagen von denen nicht gestaltet zu werden oder allein zu stehen und dann sozusagen schwach zu sein. Also man sucht ein Bündnis, das ist schon so. Also insofern ist das strategisch und man denkt in dem Sinne nicht komplett altruistisch, also das ist so. Zu den wirtschaftlichen Effekten ist es so, das muss man dann auch klar sagen, man kann nicht sozusagen alles erreichen, sondern und allen Gutes tun und so weiter. Also, aber zu den wirtschaftlichen Effekten ist es so, da muss man nur klarstellen, das Ganze ist insofern kein Nullsummenspiel. Also es ist nicht so, als ob jetzt mehr Handel entsteht zwischen den USA und Europa und das, was da mehr entsteht, steht woanders weniger. Das ist nicht der Fall. Also es gibt sozusagen mehr handelsschaffenden Effekt als handelsumlenkenden Effekt. Also es gibt sozusagen einen umlenkenden Effekt, der sagt, wir ziehen sozusagen dadurch etwas Handel aus diesen Drittländern ab. Ja, aber das sozusagen der handelsschaffende Effekt ist deutlich größer. Das heißt, sozusagen das, was am Plus da entsteht, entsteht nicht im Minus bei den Drittländern. Aber es gibt sozusagen diese kleinen
negativen Effekte. Das ist sozusagen nochmal klar zu stellen, es ist kein Nullsummspiel, es schafft insgesamt, es bringt insgesamt den Welthandel um bis zu 3% nach oben in der ambitionierten Rechnung. Aber es ist richtig, es gibt sozusagen Verlierer, wenn diese Verlierer nicht handeln. Also solche Kalkulationen basieren ja immer darauf, dass man sagt, die machen erstmal nichts, die bleiben so, wie sie sind jetzt im Moment. Ja, wir machen dieses Abkommen und alle anderen machen nichts. So, ne, weil wir ja nicht wissen, was sie tun werden. So, was aber jetzt zum Beispiel klar ist, die größten Verlierer von so einem Handelsabkommen sind ja die direkten Nachbarn, also was ich gesagt habe, Norwegen, Türkei und so weiter. Kanada würde 9% vielleicht Einbußen haben. Ja? Das heißt aber, diese Länder, die haben natürlich relativ ein leichtes Spiel, weil die können relativ schnell auf so ein Agreement aufhoppen oder können sagen, öffnet eure Verhandlungen. Oder wir machen wie bei CETA, wir machen sozusagen ein Parallel-Agreement, also Parallelverhandlungen mit den EU. Also die können relativ schnell drauf und dann haben die nicht mehr solche negativen Konsequenzen. Bei den Entwicklungsländern, die können das halt nicht. Und da muss man sich sozusagen dann Lösungen einfallen lassen auf multilateraler Ebene, um sozusagen da Schaden von diesen Entwicklungsländern abzusenden. Aber es ist kein Nullsummspiel, dass sozusagen der eine das gewinnt, was der andere verliert. Aber wie kriegt man die alle mit ins Boot? Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, dass es da Leute auf der Strecke bleiben, Länder auf der Strecke bleiben oder Gesellschaften. Wie kriegt man die dann mit ins multilateralen Ansatz zu gehen? Muss das auf einer anderen Ebene verhandelt werden? Was wäre denn? Also erstmal zur Geschichte dabei. Es hat unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die Initiative gegeben für eine internationale Handelsorganisation, ITO genannt. Und in diesem Bund sollte jedes Land der Welt vertreten sein. Und da hat Amerika Nein zugesagt, weil sie Russen nicht dabei haben wollte. Und dann ist anschließend das GATT entstanden, das General Agreement on Tariffs and Trade, also das Zoll- und Handelsabkommen. Und das war immer bilateral gestrickt. Also die USA haben andere Staaten eingeladen, haben mit denen Zollabbau verhandelt, haben die sogenannte Maisbegünstigung eingeführt. Und dann kam die Stunde Null, als die Sowjetunion zusammenbrach. Und da wurde die WTO, die Welthandelsorganisation, gegründet. Und das war für viele Leute, zum Beispiel für mich, ein Zeichen der Hoffnung, weil ich gedacht habe, jetzt haben wir die Chance, eine große Handelsgemeinschaft auf der ganzen Welt, für die ganze Welt zu schaffen, in dem jedes Land eine Stimme hat. Und es ist wirklich so, jedes Land hat eine Stimme. Aber in diesem Gremium WTO sind die USA und Europa zusammen hingegangen und haben ein Geheimabkommen geschlossen, das MAI, das internationale Abkommen über Investitionen, und wollten das an den Regierungen und an der Zivilgesellschaft vorbei durchdrücken. Und das hätte ihnen ein einseitiges Klagerecht, da sind wir wieder bei den Investorklagen, gegen die Regierungen ermöglicht, und zwar in massiver Weise. Und es hätte sie geschützt und hätte ihnen Privatisierungen in allen Ländern Tür und Tor geöffnet. Soweit ist es nicht gekommen. Und die nächste WTO-Runde in Seattle, das war 1999, ist grandios gescheitert, weil nämlich die Zivilgesellschaft aufgestanden ist und hat in Verbindung mit den Entwicklungsländern gesagt, das Spiel machen wir nicht mit. Und dann ist der sogenannte Doha-Prozess gestartet. Da ist man nämlich nach Doha ins Wüsten, ins Scheichtum Katar gegangen, weil man wusste, da gibt es keine Zivilgesellschaft und die Hotels sind so teuer, dass sich die Europäer und Amerikaner das gar nicht leisten können, dahin zu kommen. Und das hat nicht funktioniert. Man hat seitdem in diesem Gremium, wo jedes Land eine Stimme hat, die westlichen Interessen nicht durchsetzen können, gegen die BRICS-Staaten, gegen die Schwellenländer, gegen China, gegen Russland, gegen Indien und vor allem die karibischen Staaten und andere. Und dann hat man umgelenkt und hat gesagt, wir als Westen können in der WTO nichts erreichen, wir steigen um auf bilaterale Verhandlungen. Und dadurch ist diese Menge der Freihandelsabkommen 300, 700 oder 1400 zustande gekommen. Und diese sind alle in ihrer Struktur, das muss man leider sagen, ziemlich ungerecht unter dem Motto, der Stärkere setzt sich durch. Und diese Situation kann ich nicht lustig finden. Und es wird verdammt nochmal Zeit für einen Neuanfang. Und ich bin sowas von glücklich über die Diskussion, die wir jetzt hier zum TTIP führen, weil nämlich hier die Chance besteht, dass wir wach werden und auch erkennen, dass wir teilweise die ganz falschen Themen verhandeln. Es geht nicht darum, noch mehr Freihandel zu kriegen, sondern es geht darum, dass wir Fairhandel kriegen. Fairhandel ist ein anderes Wort,
das vielleicht noch sympathischer ist als dieses so harmlos klingende Freihandelswort. Fairhandel heißt nämlich, es muss auf beiden Seiten Gewinner geben. Und wir müssen endlich mal kapieren, dass es nicht so weitergeht, dass Afrika einer der reichsten Kontinente der Welt ist, aber seine Reichtümer werden bei uns gegessen und in Amerika. Hier muss sich gewaltig was ändern. Leute, das würden, ist Sie nur der WTO, würden Sie das der WTO zutrauen? Kann es wieder in so einen Prozess kommen oder ist der Zug da einfach auch raus? Kann es dann ein solches Gremium schaffen mit einem Land, eine Stimme? Kann das funktionieren? Also der Realist in mir sagt, dass zu Pessimismus viel anders besteht. Aber ich glaube, wir müssen erst mal gucken, dass wir hier bei uns, man kann immer nur vor Ort handeln, unsere EU in den Griff kriegen. Ich meine, wie kann es passieren, dass wir immer mehr Rechtsradikale und Rechtspopulisten im nächsten EU-Parlament haben werden? Dass sie in Ungarn stark werden, dass sie in Frankreich stark werden, diese fast neofaschistischen Parteien, dass sie in der Ukraine so eine Rolle spielen. Hier ist was nicht in Ordnung. Das liegt großenteils daran, dass diese EU so verdammt demokratiefern operiert, dass sie uns nicht fragt und dass sie vor allem die zündenden Weltfragen nicht anpackt. Und die zündenden Weltfragen sind, wie kriegen wir immer mehr Menschen satt, wie kriegen wir eine vernünftige Geburtenkontrolle her, wie schaffen wir es, den Handel zu reduzieren, damit wir nicht alle 5 Jahre lang den Hamburger Hafen ausbaggern müssen, weil die Schiffe immer größer werden. Wie schaffen wir es, unseren Energieverbrauch runterzufahren? Aber wenn wir uns dann angucken, was unsere Staaten verhandeln, das sind Scheinverhandlungen. Kommt irgendwo mal beim Thema Umweltschutz was raus? Kommt mal irgendwo was raus in Sachen sozialer Gerechtigkeit? Ja, liebe Leute, wir sind doch alle enttäuscht. Da sagen doch die meisten, es lohnt sich doch gar nicht mehr, sich zu engagieren. Aber der Wert, ich glaube, das darf man auch nochmal sagen, wenn man zurückschaut, wenn ich den Mechanismus sehe, der innerhalb der Europäischen Union existiert, dann sehe ich doch schon auch sehr funktionierende Dinge. Sie haben vorhin natürlich auch über Bulgarien gesprochen, Sie haben über Rumänien gesprochen, aber ich schaue auch viel ins Baltikum, ich habe die ganze Zeit dort gearbeitet, also ich sehe nicht nur dramatische Entwicklungen bei der EU-Osterweiterung, schauen Sie nach Polen, die Entwicklung in Polen finde ich sehr faszinierend. Sie haben auch ein ganz kleines Land wie Estland, da wohnen so viele Menschen wie in Mecklenburg-Vorpommern, so 1,5 Millionen als Beispiel, das ist jetzt wirklich nicht sehr groß, keine wirklich große Volkswirtschaft, die man dort finden kann und trotzdem sieht man ganz erstaunlich und sehr positive und sehr glückliche Menschen, um das mal aufzugreifen. Ich möchte nicht schwarz malen, aber es wird Zeit für uns wach zu werden und zu sagen, das ist unsere Europäische Union. Und aber wir haben ja eine Chance, am 25. Mai auch wach zu werden. Glauben Sie nicht, einige Leute werden fürchterlich wach und werden rechtsradikal wählen. Das ist aber nicht das richtige Signal. Da muss die EU sich fragen, was sie selbst zu diesem Zustand beigetragen hat. Sie muss, würde ich sagen, vielleicht auch das noch ein bisschen besser erzählen, was los ist. Ich hatte eine Frage weiter hinten und dann würde ich Ihre Frage nehmen. Die war dort. Ist jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen ab vom Thema, passt aber jetzt auch wieder darauf. Und zwar geht das auf das Thema Kultur an. Ich finde einmal das Wort anti-amerikanisch, nehme ich auch so wahr, aber ich denke, man darf es nicht ganz oben anstellen. Es gibt ja nicht nur gute Sachen und auch die Wirtschaft und so weiter gleichzusetzen. Man sieht zum Beispiel USA auf einmal man sieht ein extrem striktes Rauchverbot und auf der anderen Seite sieht man Autos, die einen extrem hohen CO2-Ausstoß haben. Das ist teilweise, findet man Widersprüche in sich. Was ich zum Beispiel meine ist, wir haben Konzerne, die schon sehr, sehr freien Handel betreiben. Nehmen wir zum Beispiel mal den Coca-Cola-Konzern, der in Indonesien den Leuten das Teetrinken abgewöhnen möchte, um da Coca-Cola an den Mann zu bringen und so weiter. Wo ist das noch, ein ethisches Handeln, ein normales Vorgehen, den Tee, der da kostenlos ist, durch Coca-Cola zu ersetzen? Oder wie kann es zum Beispiel sein, dass man sich heute fast schützen muss vor amerikanischen Filmen, vor riesengroßen Konzernen wie Universal oder sonstigen. Dass die Franzosen in den 90ern noch eine Quote hatten von französischer Musik, die im Radio gespielt werden muss und so weiter. Ich meine, werden diese Schranken werden durch den Freihandel auch noch weiter abgebaut. Und ich denke, man vergisst einfach auch die Sorge durch eine überrollende Kultur aus Amerika. Benjamin Barber hat es zum Beispiel damals in seinem Buch Macworld genannt. Ich glaube, das war auch in den 90ern gewesen. Und ich glaube, auf diese Sorgen der Menschen, da wird halt eben gar nicht mehr eingegangen. Ich glaube, das ist das Problem, was wir eben mal so einfach, wo sich alle auf einmal einig waren, das ist eine Intransparenz und es wird nicht genug darüber gesprochen, aber ich glaube, das ist das Ding.
Ich glaube, es geht eben nicht nur immer um das wirtschaftliche Wachstum, was viele Menschen interessiert. Es ist nicht immer nur das, was hinten bei rauskommt, weil viele Menschen sich sowieso schon so fühlen, als würde in ihrem Portemonnaie nicht mehr ankommen, ne? Wenn man täglich liest, dass sie einen Zweitjob annehmen müssen und so weiter. Ich mache da jetzt ein Riesenthema auf. Das sind auch verschiedene Felder, die ich da jetzt angesprochen habe. Aber ich glaube, alles nur wirtschaftlich zu betrachten, ich glaube, da haben viele Menschen heute eine gewisse Angst, dass es da eben um Konzerne geht, die mittlerweile viel, viel größeren Einfluss nehmen als Regierungen, als Politiker und so weiter. Ganz kurz mal zur Einordnung. Wir haben von diesem System, was hier auch einfach angegangen wird und auch das, was wir im Handel mit Amerika gemacht haben, haben wir verdammt gut gelebt. Wir haben aktuell so viele Menschen in Lohn und Brot wie noch nie zuvor. 43 Millionen. Das hat dieses System geschaffen. Und da macht uns auch keiner... aber wir haben auch schon mal 5 Millionen Arbeitslose gehabt. Und waren wir damit besser gestellt? Es waren viel mehr Leute arm. Und es mussten viel mehr Leute unterstützt werden als jetzt. Das ist einfach auch mal Fakt. Und das jetzt einfach zu sagen, das verteufeln wir jetzt erstmal prinzipiell. Und das kann ja gar nicht gut gewesen sein. Der Meinung bin ich auch nicht. Es gibt sehr viele innovative, gute Unternehmen, die Arbeitsplätze geschaffen haben, die natürlich auch Gewinn erwirtschaftet haben, aber auch deshalb, um es weiter zu investieren. Natürlich sind auch einige Leute dabei reich geworden, keine Frage. Aber dieses System hat sehr viele Menschen ernährt und auch Wachstum hat dem Einzelnen etwas gebracht. Natürlich, es wird immer Ungerechtigkeiten in einer Gesellschaft geben, wo es Menschen gibt, die nicht davon hundertprozentig partizipieren, aber ich glaube, die Idealgesellschaft werden wir nicht bekommen. Aber die Schere geht ja gerade deutlich auseinander. Also Also es waren jetzt unwahrscheinlich viele Punkte. Ich habe einerseits so, ich finde die Sensibilisierung, da bin ich auch bei Ihnen, finde ich super. Was im Moment passiert, waren noch nie so viele interessierte Leute an Handelsthemen, weil sonst ist das ja immer total drückes Zeug. Ne? Jetzt im Moment werde ich überall. Ich werde überall eingeladen, ich finde das super. Ne? Nein, Spaß beiseite. Ich finde es richtig gut, dass die Leute sich jetzt damit beschäftigen und auch mit diesen ganzen einzelnen Feldern, auch die in diesem nicht-tarifären Bereich liegen. Und ich glaube bloß einfach, dass sie. Dass so eine Art von Handel, das ist immer halt eine Art von Kooperation. Und das ist sozusagen Handelsintegration, nennt sich das ja. Wir sind ja hier beim Integrationszentrum. Also das ist eine Marktintegration, in dem Sinne Handelsintegration. Und Sie sehen das beste Beispiel, damit will ich nicht irgendwie, ich habe ja eben schon gerade gesagt, man muss sozusagen, es gibt nicht nur positive Effekte vom globalen Handel, es gibt auch negative und auf die muss man dann auch achten. Aber jetzt gerade bei der Integration, wir haben gerade durch diese Marktintegration, das sehen wir am Binnenmarkt zum Beispiel, das ist doch ein hervorragendes Beispiel. Ja. Ich glaube einfach, der Binnenmarkt ist ein unwahrscheinliches Bindeglied zwischen Europa. Also sozusagen ich glaube, hätten wir den Binnenmarkt nicht, wären wir in Europa nicht so weit, wie wir jetzt sind. Das liegt einfach daran, weil quasi im Binnenmarkt Unternehmen miteinander handeln, über die Grenzen hinweg. Und das heißt, es gibt lauter Spillover-Effekte. Das heißt, früher habe ich immer nur mit meinem Nachbarn, ich kenne auch den Unternehmer in Frankreich. Und den kenne ich auch persönlich. Und deswegen und so weiter. Und das sind sozusagen Netzwerke, die sich bilden, die für eine Integration ganz wichtig ist. Also das heißt, wirtschaftliche Integration schafft auch immer darüber hinausgehende Integration und politische Integration. Das sollte man nicht verwandeln. Jetzt zum Punkt, ich sehe den Punkt, dass an vielen Stellen Entwicklungsländer, was Sie gerade sagten, Entwicklungsländer so nach den Kürzeren ziehen an manchen Punkten. Aber es ist auch nicht so, dass sozusagen Deutschland quasi das gesamte Wachstum, was es sich erarbeitet hat, auf dem Rücken der Entwicklungsländer sich erwirtschaftet hat. Hier sind halt wirklich viele gute Unternehmen, es sind gute Rahmenbedingungen geschaffen worden und so weiter. Und es ist nicht sozusagen alles nur auf dem Rücken der Entwicklungsländer geschaffen worden. Da sollte man sich auch mal von trennen. Ja, nicht ärmere EU-Länder. Wir haben also im Prinzip die Konvergenz, die Konvergenzentwicklung ist ja durchaus in Teilen zu sehen. Wir haben natürlich die EU ständig weiter erweitert. Das heißt, es sind immer neue Länder dazugekommen, die teilweise auch wirtschaftlich schwach waren, aber es sind immer noch Länder, die immer noch weiter in die EU wollen und die sozusagen ihren Vorteil da sehen. Und wenn Sie die Beispiele sehen wie Polen, Slowenien, wie die sich entwickelt haben, das sind ja teilweise Musterschüler, wie die mittlerweile performen, auch wirtschaftlich. Da wird Ihnen keiner sagen, ich will wieder raus aus der EU oder aus dem Binnenmarkt, weil kein einziger wird Ihnen das sagen. Also insofern, da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Bei den kulturellen Fragen, absolut guter Punkt, da ist wirklich auch irgendwo, und ich glaube, so sehe ich das zumindest,
Aber das ist jetzt Kaffeesatzleserei, weil jetzt sozusagen, jetzt gehen wir in die Verhandlungen rein und wir suchen mal, was werden die wohl da im Moment gerade verhandeln. Ja? Und selbst, weil im Prinzip im Kulturbereich ist eigentlich relativ klar, dass sie da, gerade im audiovisuellen Bereich, dass sie da sozusagen nichts verhandeln werden, weil da einfach die roten Linien zu klar sind. Frankreich hat schon gesagt, also machen wir auf keinen Fall, unsere Quoten bleiben, auch auf Radiobeträge, so nach dem Motto, und wir fördern, subventionieren weiter unsere Filmindustrie. Und daran wird sich auch nichts ändern. Und der audiovisuelle Bereich ist jetzt ausgeklammert, das ist das, was wir im Moment wissen. Dann gibt es sozusagen noch Statements der Kommission, die sagen, das und das machen wir nicht. Dann gibt es aber halt Leute, die sagen, glauben wir nicht. So, was machen wir denn? Sozusagen, dann sind wir in der Kaffeesatzleserei. Das heißt, dann müssen wir entweder halt diese Transparenz einfordern an der Stelle oder wir müssen warten, bis sie sozusagen das Ding mal auf den Tisch legen. Weil entschieden ist es ja dann noch nicht. Sondern dann wird es auf den Tisch gelegt, dann steht da, warte mal, ihr habt doch gesagt, jetzt Arbeitnehmerrechte zum Beispiel irgendwie, das wär überhaupt kein Verhandlungsgegenstand. Jetzt steht da aber drin, so und so, ihr habt uns belogen. Ja. Das muss aber erstmal der Fall sein. Im Moment sagen die das und es wird einfach, der Kommission wird halt nicht mehr, wie schon gesagt, wird im Moment nicht mehr geglaubt. Das heißt, der Kommissar, der kann durch die Gegend laufen und kann sagen, es gibt kein Hormonfleisch, es gibt kein Chlorhühnchen. Glaube nicht. Das glaube ich aber. Ja? Ja, aber das finde ich schon gut, also das ist so nach dem Motto, da muss man ja irgendwo muss man ja mit dem Vertrauen wieder anfangen. Dann kann man ja sagen, pass mal auf, mein Freund, ich glaube das jetzt mal, bis du das Ding auf den Tisch legst. Und dann gucke ich nochmal ganz genau hin. Und das ist sozusagen eine konstruktive Art und Weise, wo man sagt, das mache ich so. Und wir haben eben nochmal über diese Demokratiegeschichten geredet. Ich bin kein Verhandlungsexperte oder sozusagen, wie man politisch am besten, am schnellsten Fortschritte erreicht. Da müsste man mal solche Leute fragen, vielleicht, die sich damit auskennen. Denn sie haben natürlich, wenn sie sozusagen eine große Verhandlungsmasse haben, an verschiedenen Punkten und sie gehen damit rein und sie verhandeln da auch in gewisser Weise geheim und haben sozusagen ihre eigenen roten Linien und sagen, das will ich auf keinen Fall, aber das sage ich ihm nicht gleich, dann haben sie natürlich meistens oftmals einen größeren Spielraum, dass sie hinterher tatsächlich einen Gesamtdeal erreichen, weil sie sagen, ich bin da kompromissbereit, da nicht und so weiter und dann kriegen sie diesen Deal. Wenn sie, das muss man einfach mal mit berücksichtigen, wenn sie sozusagen alles transparent machen oder alles aufteilen in Einzelteile, dann haben sie sozusagen bei jedem einzelnen Teil, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich bin dafür, ich bin dagegen. Das heißt, sie kriegen sozusagen überhaupt keine Einigung in diesem Spiel, wenn sie das sozusagen aufteilen. Insofern, ich bin mir noch nicht sicher, ich glaube, dass man dieses Krisenpaket aufteilen kann und dadurch irgendwie auch mehr Transparenz schaffen kann. Wie? Keine Ahnung. Deswegen, für mich ist ein Punkt wichtig, und das greift das auf, was Sie gerade eben gesagt haben, was auf jeden Fall gewährleistet soll, und das stimmt ja auch, das ist komplex. Das heißt, wenn mir das hinterher auf den Tisch gelegt wird, im Europäischen Parlament und im Rat, ja, dann sollte ich, also jetzt sollte es nicht heißen, übrigens Ende der Woche bitte dann ne, entscheiden, oder zwei Wochen. Na, sondern dann sollte man sagen, okay, hier liegt das Ding, ja, und jetzt wird das mal richtig diskutiert ein halbes Jahr. So, von euch, und dann könnt ihr euch entscheiden. Ihr habt also genug Zeit, das durchzulesen. Und ändern. Bitte? Dann kann man dann auch sagen, ich ändere Kapitel 3. Ja, aber das ist natürlich, ich sehe das jetzt auch wieder, ich will da nicht sozusagen die Verfahren bloß, wenn sie sozusagen immer mehr Akteure an den Tisch holen und sagen, nachträglich kann jeder Akteur nochmal hier was ändern, dann gehen sie wieder in die Verhandlungen rein. Das heißt, sie werden nie zu einem Ende kommen bei der ganzen Geschichte. Also damit will ich nicht sagen, ich will dieses Verfahren nicht verteidigen, aber man muss halt sich überlegen, wie verhandelt man heute solche Dinge, um überhaupt zum Resultat zu kommen. Denn wenn sie halt sozusagen, sehen Sie es ja bei der Doha-Runde, Sie haben es ja gerade selbst gestellt, wenn sie alle an den Tisch holen, ja, und sagen, jeder kann nochmal und alle zufrieden oder nochmal, dann klappt halt nichts, weil sozusagen die Interessen da sind und das sieht man halt bei der Doha-Runde und die WTO, die muss sich jetzt, aus meiner Sicht, muss sie sich neu erfinden, sie ist extrem wichtig und das vielleicht noch zum Abschluss, es gibt zwei Meinungen im Moment, die zum TTIP mit Blick auf die multilaterale Ebene. Die eine Meinung sagt, das ist ganz fürchterlich, weil jetzt haben wir sozusagen die EU und US, die sind jetzt zusammengeschweißt, sind so mächtig, die können quasi auf multilateraler Ebene ziemlich viel bestimmen. Und werden das alles sozusagen zerhauen. Und die andere Meinung ist, oder das ist sehr, sehr brachial gesagt, aber so nachdem würde man sagen, geostrategische Interessen, sehr, sehr mächtig, das ist sozusagen eine Meinung, die auch Jagdisch Bakwati, ein Handelsökonom, sehr bekannter Mann, so ein bisschen in die Richtung vertritt. Und dann gibt es die andere Richtung, die sagt, es kann aber auch als Katalysator wirken. Das heißt, da haben sich mal, internationaler Ebene hat es nicht geholfen, aber wir haben sozusagen jetzt mal diesen Deal und jetzt entsteht wieder natürlich auch Druck. Das ist halt so. Und meine persönliche Meinung ist, es wäre nie zu einer Bali-Einigung gekommen. Also dieser kleine Schritt, der in Bali jetzt erreicht wurde, auf multilateraler Ebene, dieser kleine Fortschritt, ne, endlich mal ein kleiner Fortschritt, der wäre nie erreicht worden, wenn es TTIP nicht geben würde.
weil sozusagen man sieht, wir müssen irgendwie wieder zusammen, weil sonst machen die alle ihr eigenes Ding. Und das ist sozusagen, und da kann es als Katalysator wirken und auch als etwas, was natürlich auch Standards irgendwo vielleicht schafft, die auch akzeptabel sind für andere. Jetzt würde ich die Frage hier gerne nehmen. Dort hatte ich eine Frage und hier vorne hatte ich dann noch eine. Also ich sage erstmal Dankeschön, dass es diese Veranstaltung heute Abend gibt. Wir sind hierher gekommen, meine Frau und ich, weil wir über das Handels, also über den Freihandel etwas mehr wissen wollten, als wir öffentlich zu erfahren bekommen. Ich muss sagen, ich bin für Europa, auch für das Handelsabkommen, aber ich habe folgende Sorgen. Der Handel sucht sich sein Geschäft. Das ist nur eine Tatsache, genauso wie Sie sagen, wir werden dadurch besser leben und mehr handeln. Und ich habe die Befürchtung, dass da einiges, was für das gute Leben der Bevölkerung, aber ich spreche dann von der Gesamtbevölkerung, zum Schaden wird, weil er dorthin geht, wo er am meisten Geschäft macht und wo am meisten auch von ihm abgenommen wird. Und ich habe da die Befürchtung, dass für die einzelnen Länder und für die kleinen Betriebe, zum mittelständischen Betriebe, dort einiges den Bach runtergeht. Das wäre die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass es ja streitbar ist, ob wir nun Klimawandel haben oder nicht. Also es gibt Anzeichen, dass es wirklich einen gibt. Es gibt aber auch wieder andere Meinungen, die sagen, das war vor 200 oder 500 Jahren schon mal so und das kommt jetzt wieder. Also ich würde sehr viel davon halten, wenn man der Natur doch etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt, und zwar auch in der Richtung, dass man keine Monokultur macht und ich sage mal zum Beispiel in Deutschland, sich in Deutschland eine eigene Wüste schafft, damit wir auch eine haben, wie zum Beispiel in den heißen Ländern. So, und das ist die Befürchtung, die ich habe. Und wenn Sie irgendwo Einfluss haben und das mal sagen könnten, dass man darauf mehr achtet, ich meine, vielleicht machen Sie das ja, aber ich habe die Befürchtung, dass das zu wenig Berücksichtigung findet, weil die Praxis dann immer wieder so aussieht, dass es dann gegen den Baum gegangen ist, wenn es zu spät geworden ist. Bitte ein bisschen um Entschuldigung für das Stottern, aber es ist für mich nicht so einfach, hier das so darzulegen. Wie Sie das zum Beispiel angekommen. Schönen Dank. Ja, glaube ich, sehr gut angekommen. Würden Sie denn diese Sorge teilen? Also dass es auch einen anderen Effekt, gerade die Sachen von viele kleine oder mittelständische Unternehmen bei Ihnen im Verband, dass es auch diesen anderen Effekt haben kann? Nein, eigentlich nicht. Die Rückmeldungen sind durchaus positiv gewesen von den kleinen und mittleren Unternehmen, die einfach ihre Chance nehmen wollen und sie auch sehen, dass sie einfach mit weniger Aufwand mehr Handel erreichen können. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die dabei auf der Strecke bleiben werden, und sie selber gehen auch nicht davon aus, weil ihnen einfach mehr Möglichkeiten gegeben werden. Die Märkte, die bisher verschlossen gewesen sind, beziehungsweise durch so hohen Protektionismus oder Hemmnisse für sie verschlossen waren, das ist jetzt möglich. Es wird möglich sein, dass die kleinen und mittleren Unternehmen dorthin gehen können. Und sie werden es ausprobieren. Und dann wird sich zeigen, ob ihr Produkt, ob ihre Dienstleistung das wirklich bringt, auf dem Markt bestehen zu bleiben. Aber man muss auch bereit sein, wenn ich das nochmal so da einflechten kann, so das Stichwort mal heilige Kühe nehmen sozusagen, man wird irgendwo auch auf Dinge verzichten müssen in solchen Verhandlungen. Es wird ja immer ein Kompromiss sein am Ende des Tages, ist jede Verhandlung irgendwo ein Kompromiss, den man findet. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen. Also ich bin ganz kurz, ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was im Moment besprochen wird, dass maximal 50% von dem im Endeffekt dort im Vertrag stehen wird. Das wäre ja dann schon eine Menge. Okay. Ich finde alle Ihre Punkte sehr, sehr gut. Ich würde sagen, bei dem mittelständischen Unternehmen, da hören Sie ja so ein bisschen die Interessenlage. Ich würde auch sagen, dass, und da muss man nochmal jetzt drauf schauen, wenn Sie die Zölle, also lassen Sie uns das Paket mal einteilen. Wir haben sozusagen
das ist TTIP und Sie haben eigentlich da die Zollgeschichte. Also das wäre die erste Geschichte, lassen Sie mal die Zölle alle runter. Die sind zwar relativ niedrig auf 3%, aber lass uns die doch mal abschaffen, ist doch Unsinn. Da sagen Sie ja auch nicht, dass Sie was dagegen hätten. Steht auch in dem Buch drin, habe ich gelesen. In dem Attack-Buch. Ah, ja. Aber steht hier drin, gegen einen Abbau tarifärer Handelshemmnisse wie Zölle zwischen Industriestaaten ist jenseits ökologischer Einwände nichts einzuwenden. So, also das heißt, dann haben wir sozusagen, da können wir uns erstmal einigen. Da gab es ja jetzt zwar schon Unstimmigkeiten, weil die Amerikaner gar nicht wussten, ob sie es wirklich mal machen wollen, aber das wäre sozusagen schon mal ein Minimalkonsens. Da sind wir uns alle einig. So. Und angeblich auch einer der einfachsten. Der einfachsten. Sehr, sehr einfach. Keiner versteht, warum sie da sind. Es bringt auch einen gewissen wirtschaftlichen Mehrwert in manchen Branchen ganz, ganz besonders, weil da die Zölle tatsächlich dann noch deutlich höher sind, also insofern fallen lassen so. Dann da sind wir schon ein Fortschritt, das wäre schon mal gut. Dann kommen Sie sozusagen in diesen Investitionsschutz, da haben wir uns alle hier drei geäußert und haben gesagt, einfach weglassen, es verliert nur den ganzen Deal. Ja, ne? Also einfach raus damit, hat auch sozusagen keinen ökonomischen Impact oder Mehrwert. Also insofern erstmal rauslassen, nicht verkomplizieren die ganze Sache. So, dann bleibt Ihnen nochmal dieser Riesenbereich, den wir die ganze Zeit davon von nicht-tarifären Handelshemmnissen. Aber Sie hätten dann schon mal so einen gewissen Fortschritt erreicht. So, und jetzt in diesem Bereich, da geht es natürlich tatsächlich um das, was Sie so ein bisschen ansprechen. Da geht es um Kultur, da geht es auch natürlich um was Sie richtigerweise sagten. Die Europäer haben tatsächlich in manchen Bereichen Precaution, also Vorsichtsprinzip, wo sie erstmal sagen, also bevor du die Chemikalie, bevor du die verkaufen darfst, beweis mir erstmal, dass die unschädlich ist. Ja? Und bei den Amerikanern ist es sozusagen dieses Sound Evidence, wenn nichts dagegen spricht im Moment an Sound Evidence, dann kannst du die erstmal einsetzen, aber dann kann man hinterher, wenn das sozusagen falsch läuft, dann kriegen wir dich dran. Ne? Das ist Litigation, also dann gehen die sozusagen drauf. Ist ein anderer Ansatz, das umzusetzen. So. Dieses Vorsorgeprinzip haben die Amerikaner aber wieder stärker sozusagen in diesem Medizinbereich. Da sagen die also ganz, ganz, da sind wir aber ganz vorsichtig. Das sind die Europäer so ein bisschen lascher. Ne? So, und das heißt, in diesen Bereichen, da würde ich mir wünschen, also das ist sozusagen der pragmatische Ansatz, dass man sagt, ich sage immer, wenn ich jetzt irgendwie Vorträge auch in Brüssel halte, dann sage ich immer irgendwie, don't buy the hype, but don't panic either. Ja? Also das ist so nach dem Motto, glauben Sie jetzt nicht an diesen riesen Hype der ganzen Geschichte, aber fallen Sie auch nicht in Hysterie oder in diese Mythen oder in diese Panik, weil Sie dann einfach nicht mehr handlungsfähig sind, dann werden Sie sozusagen gestaltet und Sie können nicht mehr wirklich das differenziert beurteilen, weil es ist nicht schwarz und weiß, es liegt alles in der Grauzone. Und das ist halt der Punkt, wenn Sie bei diesen nicht-tarifären Handelshemmnissen sind, da haben Sie tatsächlich im einzelnen Bereich, Chemikalien habe ich gerade gesagt, Lebensmittel, und ich glaube, da wäre es dann vernünftig zu sagen, lass uns sozusagen die Bereiche, und so hoffe ich, dass die Kommission vorgeht, lass uns die Bereiche, wo wir uns einig sind, das ist vor allen Dingen eine bürokratische Nummer hier, also dass die Blinker da gelb sind und hier rot und dass die Stecker da so und so und so sind, also der ganze Automotive-Bereich, der Maschinenbaubereich, viele Bereiche, wo jeder sagt, das ist doch hirnrissig, dass wir da so viele unterschiedliche Standards haben. Lass uns doch auf den fokussieren, der bringt hier auch besonders viele Arbeitsplätze, die Lebensmittelindustrie bringt das gar nicht. Und lass uns diese ganz sensitiven Bereiche, insbesondere das Vorsorgeprinzip, wo ich auch sofort sagen würde, Vorsorgeprinzip, Im Bereich Lebensmittel oder Chemikalien würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eine rote Linie für mich. Das haben wir in Europa geschaffen, das ist sozusagen etwas, was sich durch... Da müsst ihr euch anpassen, wir Amerikaner sind wir. Da haben wir einen besseren Standard entwickelt als ihr, der die Verbraucher besser schützt. Und so will ich genauso in anderen Bereichen meine rote Linie setzen und bei Arbeitnehmerrechte, was auch in der Diskussion ist, die Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerschutz und so weiter, das ist etwas, was ein inhärenter Bestandteil des europäischen Sozialmodells ist. Und das ist das europäische Sozialmodell, also Mitwirkungsrechte und so weiter. Das ist etwas, was die Europäische Kommission mit aufgebaut hat, wo sie hintersteht, das ist sozusagen ihr Baby. Ja, also ich glaube im Leben nicht, dass die sozusagen, natürlich, ich glaube im Leben nicht, dass sie sozusagen sagen an der Stelle, ja, jetzt nehmen wir aber die Arbeitnehmerrechte, die in den USA hat. Sondern das ist auch eine ganz klare rote Linie, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Und das sind sozusagen die Punkte, wo man einfach pragmatisch drauf zugehen muss und einige Dinge, ich sage einfach mal hier Hormonfleisch und so weiter, das ist alles, das wird es nicht geben. Und das geht sozusagen, und da muss man natürlich auch drauf achten. Da muss man jetzt, wie Sie sagen, Sie sind sensibel, Sie gucken drauf, Sie beobachten und legt uns das vor, wir gucken es durch und wenn es dann doch drin steht, dann gibt es Ärger. So. Aber noch haben wir das Dokument gar nicht. Es gibt kein Abkommen, es gibt nicht mal einen Entwurf, es gibt kein Referat, ne? Und nicht mal einen Draft. Aber Sie haben sich ganz gerne, entschuldigen. Sie noch und
Dann Frau Kabelin. Ja, ich habe also so von mir eine Frage, was mir so bei der ganzen Diskussion auffällt, das ist so ähnlich wie der Berliner Flughafen. Da wurden Fluggastzahlen prognostiziert, aber niemand hat sich überlegt, ob man irgendwann noch das Geld hat, um das Kerosin weiterhin von der Steuer zu befreien. Also das heißt, die Billigfliegerei ist vielleicht da nicht mehr, wenn der Flughafen fertig ist. Und so sehe ich das auch so ein bisschen bei diesem Freihandelsabkommen. Ja. Da wird das Handelsvolumen zwischen der USA und Europa soll also zunehmen. Das heißt, wir schaffen hier Transportabhängigkeiten. Womit sollen wir die denn mal, wenn das Öl knapp wird, hier rüber schaffen, die Wagen? Haben wir dann Solarflieger oder Solarschiffe oder ist dann eher noch die Gefahr, dass Containerschiffe atomar betrieben werden zum Beispiel, um diese Abhängigkeiten, die dadurch dieses Abkommen geschaffen wurden, dass die Leute dann noch was zu essen haben. Ja, wenn jetzt Länder ihre Nahrungsmittelproduktion einstellen, wie zum Beispiel Vietnam oder nur noch für den Export, was machen die denn, wenn das Transportwesen aufgrund, man wird das auch nicht ewig aus den Stränden rausfrecken können, das Öl, da ist irgendwann ein Ende und das zeigt für mich so eine Entwicklung. Ja, vor 20 Jahren war Fracking wirtschaftlich uninteressant, hat sich nicht gelohnt. Jetzt lohnt es sich, weil das Erdöl so teuer ist. Und das wird alles irgendwo gar nicht berücksichtigt dabei. Wir stehen vor einer Ressourcenknappheit und die ist, und wir machen uns darüber Gedanken, wie wir das Handelsvolumen zwischen Amerika und Europa erhöhen können. Also mein Schritt wäre dann eher auf dem Kontinent zu schauen, wie man da die Handelsbeziehungen, wie man eher regionalisieren kann, anstatt jetzt, weiß ich nicht, das Getreide aus den USA einzufliegen. Was kostet das irgendwann? Ganz kurz. Also ich finde, das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, man muss, also in der Lage, in der man jetzt im Moment, muss man eigentlich alles machen, alles drei. Also sowohl das TTIP, aber auch, ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben eventuell, also was heißt eventuell, wir können relativ sicher sagen, dass es zu einer Schwächung des Binnenmarktes kommt. Also dieses Intrahandels innerhalb von Europas. Und da würde ich sozusagen sagen, dass man diesen Binnenhandel, also diesen regionalen Handel in Europa, dass man den sozusagen auch weiter voranbringen muss. Man muss sozusagen, weil wir da in dem Bereich sind, dass wir immer noch im Dienstleistungsbereich, aber auch in anderen Bereichen immer noch nicht diese Freiheiten haben. Also insofern, das ist ein Bereich, den man regional auf jeden Fall auch pushen muss, damit dieser Binnenmarkt auch parallel dazu entwickelt wird. Bei der Nachhaltigkeitsgeschichte, das ist ja den Punkt, den Sie da ansprechen, wie ist das eigentlich mit Energie, die verbraucht wird. Es gibt bisher nur eine CO2-Nachhaltigkeitsstudie, die Kommission gemacht hat. Die ist relativ bedenkenlos aus meiner Sicht. Aber das soll sozusagen vielleicht eine unabhängige, wie was weiß ich, die European Climate Foundation beurteilen von mir aus, die sich damit besser auskennen. Aber es entsteht gerade, das ist nur so als Information, ich bin ja jetzt kein Kommissionsvertreter, es entsteht gerade eine Nachhaltigkeitsstudie, die diese Aspekte aufgreift. Also es wird ein unabhängiges Institut, arbeitet gerade im Auftrag der EU-Kommission an einer Nachhaltigkeitsstudie, die diese Fragen aufgreift. Und dann werden wir hinterher sehen, was die publizieren. Ich denke mal, das wird jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Monaten rauskommen. Das Einzige, was Sie dann zu Recht kritisieren können, warum haben Sie die Nachhaltigkeitsstudie nicht vorher gemacht, bevor Sie angefangen haben? Das fiel mir gerade ein, das mache ich zu Hause so. Bevor ich irgendwas mache, gucke ich, lohnt sich das? Oder ja, was kommt dabei rum? Aber mein Haushalt ist ja auch bedeutender oder so als der. Aber ein anderer Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, ist sozusagen, ich finde immer, dass man sollte nicht die Verbraucher unterschätzen auch. Also ich finde, wenn man hier in Deutschland auch guckt im Moment, also wie die Leute teilweise mittlerweile schon regional einkaufen, wie stark dieser Biosektor auch mittlerweile hochgegangen ist und so weiter. Insofern, man sollte, glaube ich, auch an der Stelle auch was sozusagen das Kaufen von fair gehandelten Produkten angeht. Das hat sich ja auch sozusagen deutlich. Also man sollte diese Verbraucherposition und Verbraucherstärke auch nicht unterschätzen. Am Ende entscheidet auch der Verbraucher, auch wenn die TTIP in irgendeiner Form kommt, genau, ob er das Hähnchen oder was auch immer dann wirklich kauft. Jetzt würde ich doch gerne. Meine Fragen sind eigentlich so mehr oder weniger immer im Nachgang schon beantwortet worden. Ein Punkt war halt, wie stark ist die EU, ne, um auch gegenüber den USA auftreten zu können in den Verhandlungen. Und weil Sie darüber auch also sich aufgeregt hatten, das ist aus meiner Sicht, wird sich das mit der Wahl zeigen, wie stark wird das Parlament sein und was für einen starken Kommissionspräsidenten bekommen wir dann daraus gegen, der sich dann auch gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten positionieren kann innerhalb der EU und dementsprechend dann auch nach außen hin. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das ausgeht. Ein ganz großes Problem sehe ich, also ich versuche das auch pragmatischer zu sehen, erstmal gucken, was da so kommt und nicht gleich alles verteufeln.
Nur das Vertrauen fehlt. Und ich glaube, das ist gerade bei jedem Verbraucher so mit Anliegen, nee, da über die Brücke gehe ich nicht, die verhandeln das. Dann kriege ich das Pamphlet näher vorgesetzt und vielleicht kann man wohl in dem einen oder anderen Punkt nachbessern, möglicherweise. Aber Sie haben ja vorhin selber auch schon gesagt, da kann man nicht wieder ein neues Fass aufmachen, weil dann kommt man aus den Verhandlungen nicht raus. Sodass also die Angst da ist, das wird irgendwann vorgelegt und dann ist es das. Und dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwo hingehend einzugreifen. Und dass man so auch an heilige Kühe rangeht. Und für mich stellt sich da zum Beispiel die Frage, wie sehr würde dann zum Beispiel an die FDE rangegangen werden? Weil das ist so, das was ich auch kenne, aus dem privaten Bereich, das ist somit auch in Amerika mit ein ganz großer Punkt im Medizinbereich, Medizintechnik, also um da ranzukommen, ich weiß nicht, ob wirklich 1,5 Jahre ausreichen, um da zugelassen zu werden, ich glaube es bald nicht. Und selbst wenn Zulassung ist, geht die ja auch mal ganz schnell wieder flöten. Wie stark da auch wirklich das Interesse ist, dass die Amerikaner auf Europa zugehen, natürlich auch Europa auf die Amerikaner. Das sehe ich noch nicht so. Es wird natürlich ein Kompromiss werden und ich glaube, sowohl die eine als auch die andere Seite wird irgendetwas preisgeben müssen. Was es dann im Endeffekt sein wird, werden wir innerhalb der Verhandlungen sehen. Das kann aus meiner Sicht ja dann nur sein, was schon gesagt wurde, die Verbraucherschutzrichtlinie. Also Verbraucherschutz ist in der Europäischen Union sehr gut. Ne? Also wurde vieles angekurbelt. Wo will man denn sonst nachgeben? Also beim Verbraucherschutz, da hat, glaube ich, die Kommission mehrfach gesagt, das ist nochmal das Wort von der roten Linie zu benutzen, da nicht. Ja, aber wenn man die europäische Politik runterbricht, wo ist die Europäische Union stark, ne? Und wirklich zusammen mit allen Mitgliedstaaten, dann ist ein ganz wichtiger Punkt der Verbraucherschutz, weil sie da zusammen agieren. In allen anderen Politikbereichen ist dieser Zusammenhalt innerhalb der EU, innerhalb der Mitgliedstaaten nicht gegeben. Also nicht so stark wie im Bereich des Verbraucherschutzes. Also vielleicht erstmal so ein bisschen an der Stelle zur Beruhigung. Kennen Sie wahrscheinlich die Monique Beug, das ist die Chefin vom Europäischen Verbraucherschutzverband. Die sitzt sozusagen in diesem Beratergremium, in diesem Advisor-Gremium der EU mit drin. Also der EU-Kommission, der Ignacio Becerro, das ist der Chefverhandler da. Das ist im Prinzip jetzt Bürokrat, ich sage das gar nicht so negativ, aber halt so ein Beamter aus der GD Handel. Sondern und der hat sozusagen dieses Advisory-Gremium, wo die auch mit drin sitzt. Also die gucken da ganz genau drauf, auch im Verbraucherschutz an der Stelle, was da passiert. Das vielleicht so ein bisschen zur Beruhigung. Ich würde immer so ein bisschen davon abgehen, immer gleich schnell, da kommt man schnell drauf zu sagen, irgendwie, also Verhandlungen enden immer mit einem Kompromiss. Das ist so bei Verhandlungen. Davon aber abgesehen ist es so, man muss nicht immer gleich denken, so wenn ihr nehmt mir den Verbraucherschutz und ich mache das so und so und so. Sondern es geht ja erstmal darum, das Wichtige ist, dass Sie sich ja erstmal auf einen Standard überhaupt einigen können. Also selbst wenn Sie sich auf den allerhöchsten Standard einigen, dann haben Sie sozusagen aber einen Standard, ja, der Ihnen schon extrem viel im Handel hilft. Ja, weil Sie sozusagen nicht unterschiedliche Standards haben, insbesondere bei diesen ganzen technischen Geräten. Das ist sozusagen auch schon ein Fortschritt. Was ganz wichtig ist, ist sozusagen, dass man sich, und das macht die Kommission, sobald ich das aus den Dokumenten lesen kann, auch so, dass man sich erstmal fragt, wie ist das denn bei euch? Ihr wollt ja sozusagen möglichst, wie ihr Amerikaner, ihr wollt ja möglichst viel Sicherheit haben für eure Bürger oder für eure Autofahrer. Wie habt ihr das denn angegangen in den letzten 20, 30 Jahren? Wie habt ihr das denn gemacht? Und dann haben die sozusagen Regulierungsmechanismen entwickelt, Verfahren und so weiter und so weiter, wie sie das am besten machen. Und das haben die sozusagen, das haben die in Amerika so gemacht, in Europa haben sie es genauso gemacht. So, sie wollten das Ergebnis, dass hinterher dieser Verbraucher sicher ist, dass er sozusagen das, was er isst, dass ihn das nicht krank macht oder dass er, wenn er das Auto fährt, dass er da nicht gleich irgendwie schnell mit verunglückt. Das wollten sie beide. Also das Ziel war sozusagen das Gleiche. Der Weg dahin, wie sie die Regularien aufgebaut haben, ist aber unterschiedlich. Aber das politische Ziel ist komplett das Gleiche. Und jetzt ist man erstmal eigentlich dabei, und das ist sozusagen die Krux an der Sache, zu schauen, weil man kennt diese gegenseitige Geschichte gar nicht. Man muss erstmal verstehen, wie seid ihr denn da rangegangen? Was macht ihr denn da?
Ich meine, jetzt beim Chlorhühnchen ist es relativ einfach. Da haben die gesagt, also wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Leute was kein freies, was kein belastetes essen. Das darf auf keinen Fall passieren. Und wir haben natürlich jetzt verschiedene Höfe, wir können das alles gar nicht so genau kontrollieren und so weiter. Am besten ist, ihr tünkt das hinterher einfach in Chlor und dann ist die Sache gegessen. So, ist eine Logik. Ja, ist auch dann sicher. Und es gibt sogar eine Studie, das gibt sogar die Studien, die sagen, ja, das führt nicht zu Krankheiten. Hier in Deutschland, hier haben wir den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, nee, du musst das sozusagen dann überprüfen, wenn du das auseinander, wenn du das jeden Schritt, wenn du das machst, das Hähnchen und so weiter, dass da keine Salmonellen dran kommen an der Stelle und so weiter. Du musst das, so, was aber passiert in Deutschland, sie haben lauter, in Europa, sie haben lauter Lebensmittelskandale, weil diese Richtlinien nicht eingehalten werden und sie haben dann die Salmonellen-Skandale an der Schicht, so nach dem Motto. Die Amerikaner haben gesagt, das ist einfach hinten im Chlor rein, ist die Sache erledigt. Ich würde mal ganz gerne eine Salmonellen-Krankheitsstatistik sehen. Wahrscheinlich ist die sogar. Ich will mich jetzt nicht fürs Chlorhühn hier den Lobbyisten spielen. Aber es erfolgt uns doch die aber, da sind wir wieder beim Chlorhühn. Ne, aber ich will nur einfach sagen, da sind einfach sozusagen Menschen hingegangen und haben gesagt, wie schützen wir unseren Verbraucher at the end, sodass der nichts Schlechtes ist. Und die einen haben gesagt, da müssen wir jeden Prozess überwachen. Und die anderen haben gesagt, boah, das kriegen wir nicht hin, diesen jeden Prozess überwachen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir gucken das hinterher mal einmal in die Desinfizierung und dann ist die Sache erledigt. Das wirkt sich nicht auf den Geschmack aus. Und keine Ahnung. Ne? Ich habe es probiert. Aber das ist sozusagen, und man muss diese Mechanismen, die sich da entwickelt haben auf beiden Seiten, um das gleiche Ziel zu erreichen, die muss man erstmal verstehen. Und wenn man dann, und wenn man den anderen dann verstanden hat und sagt, pass mal auf, du hast das ja anders gemacht, aber es führt zum gleichen Resultat. Dann kann man eventuell sagen, ja, stimmt, da kann man sich vielleicht irgendwie einigen, wenn das Resultat gleich ist. Und das erstmal zu verstehen, das ist erstmal überhaupt die Dinge. Und da gibt es bestimmt, jetzt, Sie gucken mich schon wieder an, da gibt es bestimmt einige Bereiche, wo Sie sagen, nee, das haben wir ganz anders gemacht und wir haben es auch definitiv besser gemacht. Und da kann ich nicht sagen, dass ihr es besser gemacht habt, sondern wir haben es deutlich besser gemacht, es wirkt genauso, wie wir es wollten. Und das sind dann die roten Linien, wo Sie hinterher sagen müssen, nee, da komme ich nicht auf eine Einigung. Das heißt ja auch ein Stück weit letztlich, das will ich vielleicht mal so ein bisschen versuchen, ans Ende zu stellen, das ist natürlich auch ein Stück weit Vertrauen wagen. Also wir haben ja in Europa das Ursprungslandprinzip. Das ist ja genau das. Also wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren in der Europäischen Union hatten wir sowas wie Bierkrieg und solche Geschichten. Nicht? Also da wollte man in Deutschland kein Bier haben, was nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraucht ist. Nun kann man ja nicht behaupten, dass belgisches Bier nicht schmeckt, bloß weil es eben auch nach anderen, durchaus anderen Kriterien eben auch gebraut wird, auch nach dem Reinheitsgebot, aber auch anders. Und trotzdem akzeptieren wir ja heute, dass ein in Belgien legitimes Verfahren, ein Bier herzustellen, eben so gut ist, dass wir sagen, das kann auch in Deutschland, wenn es einen Händler gibt, der das nach Deutschland holt, und wenn es den Kunden, dafür gibt, es schmeckt dann gut, aber ja, bei den Gesundheitseffekten nicht. Ja, wie auch immer. Kommt immer auf die Länge. Und ist es dann am Ende, und das meine ich auch mit ein bisschen mit Vertrauen, sagen, aufeinander auch zuzugehen, so muss es ja auch funktionieren irgendwie auf der Welt, am Ende doch so, dass die meisten sich dann doch vielleicht hier in Rostock vielleicht für ein besonders hanseatisches Bier entscheiden, in anderen Ländern vielleicht für ein anderes Bier. Ist es nicht doch, am Ende entscheidet es ganz stark natürlich der Verbraucher, und ich glaube, diese Kraft, das ist vorhin ja einmal schon durch Sie auch angerissen worden, Sie haben es ganz am Anfang auch gesagt, das ist ja, glaube ich, die entscheidende Stellgröße. Natürlich werden Verhandlungen geführt, jetzt nicht durch alle Verbraucher, die sitzen nicht alle zusammen an einem Tisch, auch jeder mit einer Stimme, so ist es ja letztlich, wäre es dann ja richtig, und versuchen es zusammenzuführen. Dafür haben wir dann eben auch eine parlamentarische Ordnung und wählen dafür Leute wieder in Gremien, die dann solche Arbeiten auch machen. Es wird immer ein Problem sein, das haben wir auch in der Rostocker Bürgerschaft, dass wenn wir uns über irgendein Thema unterhalten, dann haben wir sofort die Situation, dass es eine Verwaltung gibt, die natürlich sehr gut informiert ist, und dann haben wir in dem Fall sogar ein komplett ehrenamtlich arbeitendes, kein Parlament, aber doch eine Bürgerschaft auf jeden Fall, die ja kein Parlament ist, was man auch immer nochmal richtigstellen muss sozusagen. Dann sehen wir doch, dass da auch ein Vertrauen auch da sein muss. Ansonsten könnten dort gar keine Entscheidungen getroffen werden. Das wäre ja fast nicht möglich. Man muss aufeinander zugehen. Trotzdem muss es gut beobachtet werden. Ich glaube, das ist hier so ein bisschen deutlich geworden. Das würde ich sagen. Die Diskussion zeigt sehr deutlich auf, welche Hebel dort überall sind. Da kann man das positiv sehen und sagen, der wird in eine gute Richtung genutzt. Man kann auch warnen und sagen, Vorsicht, Vorsicht, das sind große Hebel, da kann man plötzlich sehr viel bewegen. Wollen wir das alles? Das habe ich gehört. Und vor allen Dingen, und das ist für mich das auch in der Vorbereitung so auf dieses Thema auch nochmal gewesen,
was bringen die Verhandlungen, was werden sie überhaupt bringen? Also wir sind da an einer sehr Anfangsstelle und trotzdem, vielleicht auch durch die ACTA-Geschichte, glaube ich, ist eine große Sensibilisierung da. Menschen sind sehr früh bereit, es gibt seit einiger Zeit, ich glaube seit einer Woche etwa diese Unterschriftenkampagne auch, Sie haben vorhin auch dieses Fairhandel angesprochen als Thema. Und solche Initiativen gibt es eine ganze Reihe mehr, werden wir einiges sehen und darf mich bedanken bei Ihnen. Also ich habe hier eine sehr lebhafte Diskussion erlebt und ich glaube, dass es auch nochmal gut ist zu sagen an dieser Stelle, dass das IIZ umzieht demnächst. Und wohin Sie ziehen, das können Sie, glaube ich, am besten sagen, weil wenn Sie schon mal die Chance haben, Sie haben hier eine Möglichkeit, dann sagen Sie, wo ziehen Sie hin in Rostock? Wir ziehen in die wunderbare Mühlenstraße und wie Sie mich vorhin schon darauf hingewiesen haben, nicht nach Warnemünde, obwohl das wahrscheinlich auch ganz schick wäre, da oben in Warnemünde zu sitzen, sondern hier in die östliche Altstadt. Das sind die Räumlichkeiten von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ab 1. Mai sind wir da. Dort entsteht dann nicht nur so ein kleines Büro, Sie haben noch ein bisschen mehr vor. Oder? Ah, genau. Wir planen das Haus Europa in Rostock zu etablieren und eine große Aufgabe, die wir da angehen wollen und hoffen, dass das gut funktioniert. Gerade rechtzeitig vor den Europawahlen, das ist dann auch der große nächste Termin. Ich sage herzlichen Dank. Ich habe mich aber gewundert jetzt gerade. Ich wusste nicht, dass... Weil ich so ein bisschen auf die 8 Uhr geschaut habe. Aber ich würde Ihnen auch gerne, also ich glaube, wir nehmen uns die 5 Minuten gerne noch. Also ich bin da gar nicht so eng mit der Zeit, aber ich sollte so ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich muss ja auch zurückblicken. Also ich muss sagen, ich habe kein neues Argument gehört, das mich von der Berechtigung dieser Verhandlungen überzeugt. Ich denke, alles, was Sie genannt haben, kann man auf andere Weise verhandeln, durch Standardisierungsverhandlungen zu den einzelnen Branchen, das geht alles. Ich bin begeisterter Europäer, aber von der EU enttäuscht und sie hat in großen Teilen mein und unser Vertrauen nicht mehr, weil sie ständig am Bürger vorbeiregiert, weil sie ständig Themen anpackt, die einfach nicht relevant sind und dafür die relevanten liegen lässt. Und wir haben hier in dieser Diskussion sehr schön, dass Sie mich eingeladen haben, sehr schön, dass wir diskutiert haben. Ganz viele Punkte, die kritisch sind, überhaupt nicht besprochen. Ich wollte hier auch keine weiteren Fässer aufmachen, aber es gibt noch ganz, ganz viele kritische Punkte, die ich teilweise auch für demokratiebedrohend halte. Und es gibt inzwischen ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis, dem ganz viele Organisationen angehören, die auch noch wachsen und die klar sagen, wir müssen dieses Abkommen verhindern. Und das ist hier tatsächlich die Absicht. Wir wollen dieses Abkommen verhindern. Nicht, weil wir anti-amerikanisch sind, aber weil wir einige Sachen, die laufen, nicht für gut halten. Also wir glauben, dass Europa, dieses tolle Projekt, unbedingt neue Anstöße aus der Zivilgesellschaft braucht. Dass es wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss, dass wir wirkliche demokratische Reformen in der EU kriegen. Das ist mit dem Lissabon-Vertrag in keiner Weise geleistet worden. Und wir dürfen vor allem nicht die Augen davor zumachen, dass wir in dieser EU Armutsregionen haben. Und die es gibt eine Professorin, die hat mal Herrn Kohl beraten, ich komme mal nicht auf den Namen, die hat auf jeden Fall in einer Fernsehsendung gesagt, ich bin von der EU maßlos enttäuscht, weil sie einfach keine Solidargemeinschaft ist. Ich wünsche mir mehr europäisches Miteinander, dass wir, sagen wir es mal ganz einfach, stärker entwickelten Ländern, armen Ländern, die aus einer Diktatur gekommen sind, mit viel, viel mehr praktischer Hilfe entgegengehen und sie nicht zum Beispiel, wie das im Falle Rumäniens und Bulgarien passiert, Monsanto ausliefern und anderen Gentechnikproduzenten, die teilweise den Agrarminister auf ihrem Gehaltszettel gehabt haben. Es gibt an diesem schönen Europa so vieles neu zu regeln. Und ich finde, das sollten wir anpacken und uns gegenseitig guten Willen unterstellen. Das auf jeden Fall. Zwei Sätze nur dazu. Auch ich bin nicht davon überzeugt worden, dass wir TTIP-Verhandlungen sofort abbrechen sollten. Welch Wunder. Ich wehre mich nur dagegen, dass vielen Unternehmern, vielen guten Unternehmern, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine tolle Arbeit in der Region geliefert haben, einfach eine Chance nehmen, noch mehr für die Region zu machen, ihre Geschäfte zu verbessern, natürlich auch in ihrem, unter Umständen in ihrem eigenen Interesse, aber auch im Interesse von Mecklenburg-Vorpommern, von Norddeutschland und vor allen Dingen für mehr Beschäftigung. Diese Möglichkeit darf ihnen nicht genommen werden.
Die, ich war schon eigentlich schon durch. Also, nein, ich bin weiterhin dafür, dass man da initiativ sein sollte, weil ist man nicht initiativ, dann wird man schnell gestaltet. Anderweitig, ich habe die geopolitische Situation so ein bisschen dargestellt, so eine Sache zu machen und zusammenzumachen in der Größenordnung, das ist ein bestimmtes Momentum, was sie dafür brauchen, das haben sie nicht oft in der Geschichte. Weil dieses ist keine neue Idee, also dass Amerika das mal machen wollten, diese Versuche, die gab es schon in den letzten 10 Jahren, hieß das mal Tafta, dann hieß das mal anders, haben die immer versucht, hat nie geklappt. Ne? Jetzt ist aber ein gewisser politischer Wille da, aufeinander zuzugehen und man sieht jetzt gerade, wie mit Russland, so nach dem Motto, wie stark man auch irgendwie unter Druck gerät. Und jetzt ist ein gewisses Momentum da und jetzt sozusagen da aus diesem Momentum bei aller Transparenzkritik quasi den Saft abzudrehen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, sondern ich würde deswegen auch weiter verhandeln. Ich würde aber wie bei meinen Worten bleiben, don't buy the hype, but don't panic either. Also das heißt nicht glauben, dass da der große Wurf ist. Ein bisschen realistischer zu sein, lassen Sie uns mit den Zöllen anfangen, lassen Sie uns ein bisschen in den nicht-tarifären Bereich reingehen, dann sind die roten Linien da, dann sind alle glücklich. Und wir haben ein gutes Abkommen und nicht immer dieses ganz große, der ganz große Wurf, weil dann die eierlegende Wollmilchsau, das klappt immer in den wenigsten Fällen. Und dann haben wir viel verhandelt und viele Steuergelder verschwendet und irgendwie ist nichts bei rumgekommen. Und Schluss ist noch die Geschichte, das wollte ich nur noch mal sagen, weil mir das oft begegnet. Ich bin sehr oft mal EU-kritisch, wenn ich immer in Brüssel bin, dann habe ich manchmal so den Eindruck, das ist ein sehr, zum Teil eine gewisse Arroganz, die da herrscht, ein gewisser arroganter Laden. Insofern kann ich das manchmal nachvollziehen, dass man sagt, die EU-Kommission, die muss irgendwie sich mehr öffnen und muss mehr tun. Auf der anderen Seite, was ein ganz großer Problem ist, ist einfach das, sie haben eine EU-Kommission, die hat ein Mandat bekommen. Da sitzen Regierungs-, das ist vom Europäischen Rat, unsere Regierungschefs haben der Kommission gesagt, jetzt mach das bitte, verhandle das für uns aus. So, und dann gehen die Regierungschefs nach Hause. Und dann macht die Kommission ihre Arbeit und das sagen die dann auch so, we're doing just our job. Und dann kriegen die ganze Kritik und sagen, das ist nicht transparent, das wird nicht öffentlich und so nach dem Motto. Aber das ist ein Ministerium. Da müssen hier Politiker, die müssen hier das erklären. Die den Auftrag gegeben haben, das zu machen. Das ist immer dieser klassische Brüssel-Effekt. Die gehen dahin und sagen, entscheiden im Europäischen Rat und sagen, das möchten wir gerne haben. Dann gehen sie zurück hier nach Berlin und sagen, boah, was die Kommission da wieder gemacht hat, ich habe damit nichts zu tun. Ja? Und das ist so ein bisschen das Problem, deswegen, man haut immer auf die EU-Kommission drauf und an der Stelle will ich einfach nur sagen, zum Teil vielleicht berechtigt, aber nicht quasi zu 150%. Damit jetzt ein kleines Plädoyer für die EU-Kommission. Vielen Dank, das ist das ja? Steht gut am Ende. Im EIZ, es geht ja. Auch ein bisschen. Herzlichen Dank nochmal Ihnen für die Teilnahme, herzlichen Dank Ihnen für die Teilnahme und die Fragen. Danke. Ja, und wer sich für den Live-Mitschnitt interessiert, den kann man im Internet unter www.castortv.de sich anschauen. Castortv.de, ja.